Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kipos Paranormal Scanner. Heute beschäftige ich mich mit mysteriösen Unfällen in einem Tunnel. Vielen Dank an die YouTuber Mr. Gamer HD und Kipos und Sander99 und Maria Heimann für diesen Tipp. Die originale Videoquelle findest du wie immer in der Videobeschreibung. Filmdaten. Das erste Hochladedatum war im Jahre 2006. Das Video hat ca. 1 Million Aufrufe, verteilt auf mehrere Kopien. Die Auflösung beträgt 320x240 Pixel bei 25 Bildern pro Sekunde. Die Datenrate ist mit 350 Kilobits sehr gering. Die Dauer des Videos beträgt ca. 1 Minute. Filminhalt. Der Tunnel des Todes, wie dieser Film betitelt ist, zeigt zahlreiche mysteriöse Unfälle in einem Tunnel, die von einer Überwachungskamera aufgenommen worden sind, für die es keinen offensichtlichen Grund gibt. Autos und Busse fangen einfach an zu schleudern. Einmal erscheint ein LKW wie aus dem Nichts und rammt einen weiteren LKW. Logik. Um diesen Tunnel ranken sich Legenden, die sagen, dass der Tunnel von Geistern heimgesucht wird, denen die Autofahrer ausweichen wollen. Auch von plötzlich auftauchendem Nebel ist die Rede. Auf den Videos ist von all dem aber nichts zu sehen. Der Tunnel des Todes befindet sich genau unter dem Platz, wo sich einst der Friedhof der Stadt befand. Es handelt sich um den Lefortowo-Tunnel in Russland. Der Lefortowo-Tunnel ist ein 2056 Meter langer Stadttunnel, der zum dritten Verkehrsring in Moskau gehört. Der nach dem angrenzenden Stadtteil Lefortowo benannte Tunnel wurde von 2001 bis 2003 gebaut und ist für relativ häufige Verkehrsunfälle berüchtigt. Über den Tunnel fließt der Fluss Jausa und das Wasser dringt an manchen Stellen ein. Wenn im Winter die Temperatur im Tunnel unter 0 Grad fällt, entsteht Glatteis. Und jeder, der schon einmal Blitzeis im Auto erlebt hat, kann sich denken, was hier passiert. Andere behaupten, die Unfälle hätten einen rein psychologischen Effekt. Die Menschen wollen einfach nur schnell raus aus dem Tunnel. Da er ihnen unheimlich ist, fahren sie zu schnell und kommen ins Schleudern. Dies würde erklären, warum es angeblich auch so viele Unfälle im Sommer gibt. Hier kann die Theorie des Blitzeises nicht korrekt sein. Psychologen sagen auch, dass der schnelle Wechsel zwischen den hell erleuchteten und dunklen Stellen des Tunnels bei empfindlichen Menschen zu Halluzinationen führen kann, wodurch sich die Geistersichtungen erklären lassen. Filmanalyse. Dieser Film ist auf jeden Fall echt, da ist nichts dran gefaked oder bearbeitet worden. Die Unfälle lassen sich auch erklären, ob nun im Winter durch Eisbildung oder zu schnelles Fahren im Sommer. Doch was ist mit diesem hier? Woher kommt der LKW, der auch noch in die falsche Richtung fährt? Ich habe mir diese Stelle sehr häufig angesehen, aber keine eindeutige Erklärung gefunden. Der Tunnel hat zwar Seitenausfahrten, aber ich kann hier keine erkennen. Außerdem würde der LKW in die falsche Richtung fahren. Er passt auch nicht neben den anderen LKW, sodass sie zuvor nebeneinander hergefahren sind. Ich kann mir nur vorstellen, dass er, wie und warum auch immer, hier durch diesen Bereich, vielleicht eine Baustelle, eine Parkbucht oder Ausfahrt falsch herumfährt oder diese steile Baustellennotausfahrt herunterrutscht. Dabei könnte sich das Fahrzeug auch gedreht haben und in den anderen LKW krachen. Aber vielleicht hat einer von euch eine bessere Lösung, ab in die Kommentare damit. Hier kommt noch eine nette Tunneldurchfahrt von den YouTuber Sergung07. Hier ist auch zu erkennen, dass hinter diesen Absperrungen offensichtlich Haltebuchten sind. Von einer dieser kam der mysteriöse LKW. Falls es dir gefallen hat, Daumen hoch. Wenn du keine neuen Videos von mir verpassen möchtest, solltest du auf das Abo-Knöpfchen drücken. Zu niveauvollen Diskussionen in den Kommentaren bin ich gerne bereit. So echt wie das Video ist auch diese Bande. Wir haben dieses kleine, aber feine Netzwerk gegründet und ihr dürft euch in Zukunft auf ein gemeinsames Projekt von uns freuen. Falls du einen der beiden nicht kennst, solltest du unbedingt mal bei diesen Kanälen vorbeischauen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Die Links findest du in der Videobeschreibung. So, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und tschüss, bis zum nächsten Video von Kipos Paranormal Scanner.